Mein Kollege Hakan Karakaya ist durch ganz Deutschland gereist und hat Menschen getroffen, die mit diesem Thema in Berührung gekommen sind, mit dem Thema Krebs auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Akte-Reporter Hakan Karakaya ist auf dem Weg nach Berlin. Hier wohnt unsere erste Mutmacherin, Özlem Yurt. Hallo, guten Tag. Hi, herzlich willkommen. Dankeschön, grüße Sie. Hi. Weltweit traten 2020 rund 19,3 Millionen Krebserkrankungen auf. In diesem Jahr hatte auch die mittlerweile 37-jährige Mutter Özlem Yurt mit der Krankheit zu kämpfen. Heute gibt ihr ihre 6 Monate alte Tochter Nefes Kraft und neuen Lebensmut. Vor 3 Jahren sieht Özlem Yurts Leben noch ganz anders aus. Ihre Tochter Nisa Shirin ist gerade mal 10 Wochen alt. Da bekommt die Familie die Schockdiagnose. Das kleine Mädchen leidet an Leukämie. Der erfolgreiche Popsänger Alvaro Soler hat damals eine Mission. Er will den kleinen Patienten auf der Kinderkrebsstation ein bisschen Freude in den Klinikalltag bringen. Als Erinnerung an diese besondere Akte-Aktion bekommen die Familien ein geschnittenes Video. Wir lernen damals die verzweifelte Mutter Özlem Yurt im Zuge unserer Akte-Dreharbeiten kennen. Das Schicksal von Nisa Shirin geht Alvaro Soler besonders nahe. Für mich ist es einfach schwierig zu akzeptieren, dass Nisa diesen Schicksal hat. In dem Fall ist es eben nicht fair und das ist für mich sehr hart zu akzeptieren. Nisa Shirins Schicksal geht auch uns sehr nahe. Wir begleiten die Familie über 2 Jahre lang, stehen im ständigen Kontakt mit Özlem. Ich werde für mein Kind kämpfen, bis zum Ende. Nisa Shirin ist mit ihrer Krankheit nicht allein. Jährlich erkranken 13.000 Menschen an Leukämie in Deutschland. Davon sind etwa 600 Kinder betroffen. Nisa Shirin hat eine aggressive Form von Blutkrebs. Im Oktober 2019 kommt für die Familie die niederschmetternde Nachricht, dass die herkömmlichen Medikamente nicht ausreichen. Dem behandelnden Arzt Patrick Hunsdörfer fällt es schwer, der Familie die Hiobsbotschaft zu überbringen. Ihr Kind soll und wird weiter gesund werden, aber nicht mit einer Chemotherapie alleine. Sie braucht eine Knochenmarktransplantation. Özlem nimmt ihre ganze Kraft zusammen und kämpft für ihr Baby. Mit Hilfe des gemeinnützigen Vereins, der DKMS, stellt sie eine riesige Spendeaktion in Berlin auf die Beine. Mehr als 800 Freiwillige geben eine Probe ab. Das Ziel, Nisa Shirin braucht einen Knochenmarkspender. Ich bin überwältigt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich bei jedem Einzelnen zu bedanken. Eine große Stütze in dieser schweren Zeit ist ihre beste Freundin Iklas Hassan. Was Özlem noch nicht weiß ist, Iklas wird bei unseren aktuellen Dreharbeiten noch einen wichtigen Platz einnehmen. Nach der großen Spendersuche dann die erlösende Nachricht für die besorgten Eltern. Es gibt sogar 2 mögliche Knochenmarkspender, die zu Nisa Shirin passen. Doch auf die große Freude folgt sofort der nächste Tiefschlag. Der Status quo bei Nisa ist, dass die Leukämie wächst immer wieder schneller im Knochenmark hoch als das gesunde Knochenmark, als die gesunden Blutzellen. Und in einer solchen Situation kann man die Knochenmarktransplantation nicht durchführen. Eine Wendung, mit der die junge Familie nicht gerechnet hat. Der Krebs nimmt bei Nisa Shirin Überhand. Die Leukämie ist bei dem Baby stärker denn je. Eine Hiobsbotschaft, die Özlem komplett aus der Bahn wirft. Du sitzt da und schluckst erstmal. Es ist wie so ein zweiter Schock, den man erlebt, weil man einfach nicht damit rechnet. Es ist so, als ob dir jemand den Atem schnürt. Gerade durch den Kopf geht mir. Nein, nein, es kann nicht sein. Dieses Kind braucht eine Chance. Im Oktober 2020 wird Özlem Yurts Albtraum wahr. Sie spürt, dass ihre Tochter den Krebs nicht besiegen wird. Wir hatten gerade noch Pläne, lauter kleine Probleme. Eben waren wir noch gerade auf dem Sprung, fühlten uns stark und so jung.
Gerade noch nahm unser Leben seinen Lauf. Plötzlich bäumt es sich auf und verstummt. Am 17. Oktober 2020, nach mehr als 300 Tagen im Krankenhaus, stirbt Nisa Shirin mit gerade mal 1,5 Jahren. Ich steh verloren rum zwischen all denen, die wir kennen, und spür, wie heftig grad deine Bilder in mir brennen, wie ich mit diesem harten Schluss ein Stück erwachsener werden muss, wieder mal. Ich bin dann abends ohne mein Kind nach Hause gekommen. Und durch diese Tür bin ich gekommen, als wäre ich aus dem Krieg gekommen. Ich war fix und fertig. Und wir haben den Krieg in dem Sinne verloren. Was heißt verloren? Es hört sich immer so hart an. Mein Kind hat den Kampf nicht verloren. Mein Kind sollte aufhören, mehr zu kämpfen. Fünf Tage nach Nisa Shirins Tod wird sie beerdigt. Leider ohne einen Teil ihrer Familie, denn die leben in der Türkei und haben keine Möglichkeit, nach Deutschland zu reisen. Wäre es da nicht schön gewesen, aus der Familie noch jemanden bei sich zu haben? Durch Corona hat das ja auch nie geklappt. Es war ja schon gut, dass mein Mann und meine Mutter parallel als Unterstützung da waren. Dann kam Corona und dann waren die Schranken zu für Familienmitglieder. Ganz besonders fehlen ihr ihre Cousinen aus Istanbul. Denn an Familienurlaub konnte Özlem Yurt während der schweren Zeit nicht einmal denken. Familie ist immer was ganz, ganz anderes. Man will immer auch diesen Halt von der Familie haben. Oder wenn ich mit meinen Cousinen oder so sprechen möchte oder sie einfach mal umarmen möchte. Das ging eben nicht. Wir haben immer sehr viel über FaceTime oder WhatsApp eben telefoniert. Nachdem Nisa Shirin beerdigt wurde, ist ja eigentlich noch mal ein Wunder geschehen. Ich bin schwanger geworden, womit wir eigentlich gar nicht gerechnet haben, dass das überhaupt noch mal passiert. Denn Özlem Yurt hatte bereits 2 Fehlgeburten und 1 Eileiterschwangerschaft. Dass sie heute ihre Tochter Nefes in den Armen halten kann, grenzt an ein Wunder. Die Hoffnung nie aufgeben. Weiterkämpfen bis zum Schluss. Das ist so, so wichtig. Es geschehen Wunder. Wir haben unseres in den Händen. Ja! Oh Gott! Hast du das verstanden? Özlem Yurt ahnt noch nicht, dass wir am nächsten Tag eine riesengroße Überraschung für sie planen. Mit verbundenen Augen entführen wir Özlem und ihren Mann Akifan. Wohin es geht, wissen die beiden nicht. Wir sind da. Vorsichtig, bleibt da stehen. Das Treffen auf der Kinderkrebsstation mit Musiker Alvaro Soler bedeutet Özlem Yurt bis heute sehr viel. Deshalb gibt es heute das große Wiedersehen mit dem Sänger im Studio von The Voice Kids. Hier arbeitet Alvaro Soler gerade an der Produktion der neuen Staffel der beliebten Talentshow. Alvaro hat eine große Überraschung im Gepäck. Seine Verbündete, niemand geringere als Özlems beste Freundin Iklas. Hältst du sie? So, Özlem, wo glauben Sie, sind wir jetzt gerade? Also, ich weiß nicht, es ist irgendwie eine Halle. Aber ich habe keine Ahnung. 1, 2, 3. Oh nee. Hallo. Nein. Hey, wie geht's? Gut. Oh Gott, ist das schön. Ja. Schön, dich zu sehen. Ja. Oh Mann, ist das Nefes? Das ist Nefes, ja. Wie süß. Ja, die freut sich jetzt auch gerade. Ich wäre so gerne in Person da gewesen. Ja. Aber ich bin gerade in Quarantäne und deswegen bin ich ein iPad. Okay. Also Özlem, ich wollte dir nochmal sagen, ich bewundere deine Art,
dass du so stark bist. Das Leben hat dir viele Herausforderungen gegeben. Also ich finde, dass solche Menschen wie dich einfach eine Belohnung brauchen und vor allem auch mal eine Pause. Ich wollte eine kleine Überraschung machen. Alvaro Soler weiß, dass Özlem Yurt einen wichtigen Teil ihrer Familie schon sehr lange nicht mehr gesehen hat und dass sie besonders ihre Cousinen vermisst. Ich hoffe, du freust dich auch, dass deine Familie in Istanbul auch Nefes mal kennenlernen darf. Und deswegen haben wir dir zusammen ein paar Tickets besorgt, damit ihr hinfliegen könnt und damit ihr eure Familie kennenlernen dürft. Ein Urlaub, der längst überfällig ist. In den letzten 3 Jahren war Özlem so eingespannt, dass Erholung immer zu kurz kam. Jetzt darf die Mutter einfach mal an sich denken und sich auf schöne Tage mit der Familie freuen. Oh nein! Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Genießt einfach die Zeit. Ich liebe euch. Bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid meine Familie. Und ich habe euch versprochen, von Tag 1 bis zum letzten Tag immer da zu sein. Ich werde immer für euch da sein. Auch wir auch, mein Engel. Doch das war noch nicht alles. Hier auf dem Gutschein steht Reisegutschein für 3. Wir schicken sie mit. Sie dürfen mit nach Istanbul. Nein! Ich will auch mit. Nimm diese Zeit, genießt es dort. Wir freuen uns definitiv. Ja, mit Tante Iglas, ne? Ja, endlich mal. Wir haben schon lange Urlaub zusammen geplant. Nach Ägypten wollte ich dich mitnehmen. Ja. Aber jetzt fliegen wir erstmal in die Türkei. Genau. Auch schön. Fangen wir damit an. Also, was bedeutet das für Sie, Ihre Familie jetzt wieder sehen zu können nach langer Zeit? Ja, das ist total schön. Ne? Das ist einfach umarmen, Familie, mit meinem Mann nochmal Urlaub machen. Wir waren lange nicht mehr im Urlaub gewesen. Hier, noch schöner, auch noch mit Iglas an meiner Seite. Es ist total, es ist super. Wir freuen uns. Jetzt muss man meinen Mann küssen. Eine gelungene Überraschung für eine besonders starke und mutige Frau, die trotz eines schweren Schicksals die Hoffnung nie aufgegeben hat. Özlem Yurt hat heute wieder die Kraft, mit ihrer Tochter ein glückliches und gesundes Leben zu führen.